Kartoffelsalat mit Würstchen, Raclette, Rouladen oder Gänsebraten. Das sind nach wie vor die Klassiker, die zu Weihnachten auf den Tisch kommen. Doch in den Küchen im Oldenburger Münsterland ist noch Platz für mehr Aroma, findet Dirk Horfage. Den Spitzenkoch kennen viele Genießer aus dem Haus Fleming in Kloppenburg. Gekocht wird ein Menü für 4 Personen, bestehend aus gebratenem Rehrücken, einer aromatischen Brombeersoße, Wirsinggemüse und gebratener Weißbrotterrine. Für die Brombeersoße werden die Knochen zunächst scharf angebraten. Gemüse und Gewürze wandern ebenfalls in den Topf und werden nach dem Anbraten und Rösten mit Rotwein abgelöscht. Danach immer wieder auf kleiner Flamme einkochen. Wir wollen alle Aromen und Inhaltsstoffe bewahren, sagt Dirk Horfage. Gut vorbereiten lässt sich auch die Weißbrotterrine. Früher war das ein Arme-Leute-Essen. Damit wurde altbackenes Brot wieder aufgewertet, weiß Dirk Horfage. Wichtig ist am Schluss, dass die Scheiben der Brotterrine in Butter braun und knusprig gebraten werden. Anders als bei klassischen Rezepten wird der Rehbraten von Dirk Horfage nicht durchgebraten, sondern rosafarben serviert. Schräg angeschnitten wird es dann den Zutaten serviert. Das gesamte Rezept finden Sie in unserer Ausgabe der Promenade am 24. November 2018. Druckfrisch im Handel sowie in den Apps von MT und OV. Das Spekulatius-Parfum bietet durch die Gewürze im Gebäck die optimale Note zur Vorweihnachtszeit. Dafür schlagen die Profis Eigelbe mit Zucker und Butter auf einem heißen Wasserbad auf. Geschlagene Sahne wird untergehoben und mit grob zerhackten Spekulatius vermengt. In kleinen Formen geht es dann in den Gefrierschrank. Für die Crème Brûlée müssen alle Zutaten genau in einem Behälter abgewogen werden. Die Masse wird anschließend mit einem Stabmixer gut verrührt. Im tiefen Suppenteller wird dieses rund 45 Minuten gegart. Dann bestreuen die Köche die Creme und flämmen sie mit einem Gasbrenner ab. Grundsätzlich können Creme und Parfum einzeln serviert werden. Doch Optik und geschmackliches Volumen entstehen bei einer optimalen Zusammenstellung auf einem tiefen Suppenteller.